Mein Name ist Roman Strassl. Ich bin Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Meine Wahlarztordination ist direkt hier im Klinikgebäude der Privatklinik Werle Diakonissen in Salzburg. Das hat einen großen Vorteil, weil ich die gesamte Patientenbetreuung von der Ordination bis hin zu einer möglichen Operation in der Klinik und die Nachsorge in einem überschaubaren Bereich anbieten kann. Mein Spektrum umfasst die gesamte nicht-operative Orthopädie von der Abklärung bis zu nicht-operativen Behandlungen wie Stoßwellenbehandlungen oder Gelenkseinspritzungen, auch zum Beispiel mit Eigenblutserum. Auf der anderen Seite das große operative Spektrum, da hauptsächlich der künstliche Gelenkersatz. Mit Problemen der Hand empfiehlt sich ein frühzeitiger Besuch beim Handspezialisten. Aus dem Grund, weil manche Probleme, wenn sie früh erkannt werden, auch mit einfachen, nicht operativen Behandlungsmethoden gut behandelbar sind. Für mich an erster Stelle steht ein individueller Behandlungsplan. Sowohl bei nicht operativen Behandlungen, aber vor allem bei Operationen ist es mir ganz, ganz wichtig, mit dem Patienten individuell die Möglichkeiten der Behandlung, die Behandlung, die Operation selbst und die Nachbehandlung genau und verständlich zu besprechen, damit der Patient, die Patientin weiß, worauf lasse ich mich ein, was kann ich selber dazu tun und dann sicher und mit gutem Gefühl in die Behandlung zu gehen. Wenn eine Patientin oder ein Patient wegen Problemen mit der Hand zu mir in die Ordination kommt, erfolgt anfänglich einmal ein ausführliches Anamnesegespräch. Anschließend kann schon in der Ordination auch eine Untersuchung mit Ultraschall durchgeführt werden. Röntgen oder Computertomographie können wir hier in der Privatklinik auch direkt anbieten. Wenn eine MRT-Untersuchung notwendig ist, wird man dann an ein dementsprechendes Institut zur Diagnostik weiter überwiesen und die Bildbesprechung nach Erhalt der Bildbefunde und der Bilder selbst auf elektronischem Weg finden wieder hier in der Ordination dann statt, um dann einen individuellen Behandlungsplan ausarbeiten zu können. Sollte eine Operation notwendig sein, erfolgt dann ein ausführliches Informationsgespräch. Die Operation wird genau erklärt, vor allem auch die Nachbehandlung, die Risiken und Komplikationen. Und im Falle eines Operationswunsches wird man dann von mir direkt in der Klinik für die Operation angemeldet. Für meine Patientinnen und Patienten sowie für mich selber gibt es ein sehr gutes Gefühl, dass wir hier im Haus in der Privatklinik Werle Diakonissen eine vollwertige Intensivstation und sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen aus der Fachrichtung der Anästhesie 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben. Das bietet ein hohes Maß an Sicherheit, vor allem während des stationären Aufenthalts nach Operationen. Also was für mich das wirklich Faszinierende an dem Spezialbereich der Handchirurgie ist, dass man einerseits mit sehr modernen Operationsverfahren, aber auch mit dem großen Spektrum an traditionellen, gut funktionierenden Operationstechniken ein hohes Maß an Funktionalität der Patientin und dem Patienten zurückgeben kann. Und es macht mich einfach glücklich, wenn ich dann sehe im Rahmen der Nachkontrollen, dass die Grifffunktion und die schmerzfreie Funktion der Hand, des Sinnesorgans Hand, wieder vorhanden ist.